Hallo und herzlich willkommen hier bei smart24.net mit einem weiteren Video für euch. Heute mal ein altes Gerät, aber was sich bewährt hat über den Zeitraum hinweg. Und zwar ist das hier die Innocan iTaste SVD 2.0. Wir schauen uns das gerade mal im Detail an. So, schauen wir uns jetzt mal hier den Klassiker an von Innocan, und zwar die iTaste SVD 2.0 mit einem Original Ewolf Chipsatz. Kommt in dieser riesen Verpackung hier. Die machen wir jetzt gerade mal auf. Gucken wir, was da drin enthalten ist. Zum einmal dieses Case, wo alle wichtigen Sachen drin sind. Ein paar Aufkleber, Bedienungsanleitung und Garantiegeschichten finden wir auch. Das legen wir jetzt einfach mal auf Seite. Ja, standardmäßig wird sie ausgeliefert hier in dieser Innocan-Tasche. In dieser Tasche an sich selber befindet sich alles, was ihr benötigt. Zum einen natürlich die Innocan iTaste SVD 2.0. Ein weiterer Ersatzcone, der Ego-Adapter, der natürlich auch mit dabei ist, zeige ich euch gleich auch nochmal. Und hier nochmal den Bereich, wo man halt Akkus testen kann. Auch immer so ein feines Gimmick. Das heißt, ihr nehmt einfach euren Akku. Hier sind diese zwei Magnete dran. Einfach auf der einen Seite dran, auf der anderen Seite dran. Und ihr könnt also hier den Akkustand messen. Die Restspannung eurer Akkus ist hier mit in diesem Case drin. Interessante Sache, finde ich ganz nett, dass man sowas hat, für mal eben kurz den Akku zu testen. Und dann gucken wir uns hier schon mal direkt einmal den Akkuträger an sich selber an. Da haben wir sie, die Innocan iTaste SVD 2.0. Steht jetzt hier auch nochmal an der Seite dran. Das Ganze ist also wirklich hier aus hochwertigem Edelstahl verarbeitet. Die Riffelung, wir haben hier den Feuertaster, zwei die Plus-Minus-Tasten hier sind, auch einen sehr angenehmen Druckpunkt. Hier oben der 510er Anschluss, den können wir natürlich tauschen, indem wir den hier einfach oben abdrehen. Und statt dem 510er Anschluss obendrauf den Ego-Adapter setzen. Das heißt, wenn ihr noch Verdampfer habt, die einen Ego-Anschluss haben, wie zum Beispiel so alte Emo-Verdampfer oder sowas, könnt ihr natürlich hier das Gerät auch dafür verwenden. Dadurch, dass man das hier einfach und schnell wechseln kann. Finde ich eine gute Sache, dass es mit dabei ist, weil es gibt ja noch den einen oder anderen, der diese Verdampfer auch benutzt. Ansonsten Standard 510er, hier die Rillen auch, ne, für Verdampfer, die Luft von unten ziehen. Hier drin befindet sich die Elektronik. Auf der Seite könnt ihr das Gerät öffnen, um einen 18650er Akku reinzulegen. Oder ihr baut das Gerät in kleinere Variante um, für zum Beispiel 18350er. Dann ist das Gerät natürlich um einiges kürzer. Dann hätten wir jetzt hier den Modus 18350er. Ja, also ein bisschen kleineres Modul. Oder ihr lastet halt in der großen Variante für die 18650er Akkus. Da legen wir jetzt auch mal einen ein, damit wir mal sehen, wie das Display aussieht. Einfach den Akku einlegen und das Ganze wieder verschließen. So, ja, dann starten wir jetzt einfach mal die Innocan iTaste mit einem fünfmaligen Klick. Dann seht ihr jetzt hier schon, Ewolf DNA 20 Chipsatz ist hier verbaut. Durch die Plus-Minus-Tasten könnt ihr halt ganz einfach das Gerät hier steuern, was ihr damit machen wollt. Habt ein klares Display, kleines gehaltenes Display mit allen wichtigen Informationen, Wattbereich, ausgegebene Volt, Widerstand und natürlich die Akku-Restspannung. Und alles wird natürlich gesteuert hier über die Plus-Minus-Tasten. Also wirklich ein sehr schöner, stimmiger Akkuträger hier, den ihr wirklich gut nutzen könnt im Bereich bis zu 20 Watt. Da hat man wirklich ein sehr, sehr feines Gerät. Und wie gesagt, hier in der Tasche liegen alle wichtigen Dinger noch bei. Der Ego-Adapter, hier einmal das Stück für den 18350er Akku und dieses nette Gimmick, um einfach die Akku-Restspannung zu prüfen. Ja, in der Detailansicht habt ihr gesehen, ihr bekommt also hier dieses tolle Case von Innocan und hier drinnen enthalten ist alles, was ihr benötigt. Das heißt, wir haben hier drinnen den Akkuträger, die Hülse, einmal das Gerät, um den Akkustand zu prüfen, hier nochmal den Ego-Adapter, also alles, was man will. Platz für 18650er Akku einmal oder einen 18350er, je nachdem, könnt ihr das also wirklich einbauen. Alles geliefert hier in dieser Tasche. Er hat sich bewährt, er hat einen Ewolf DNA-Chip drin bis 20 Watt. Das heißt, ihr könnt damit locker eure ganzen Ego-Verdampfer auch befeuern. Das reicht ausschlaggebend dafür auf jeden Fall. Ein sehr schönes, robustes Gerät, was sich über die Jahre hinweg, seitdem es auf dem Markt ist, definitiv bewährt hat und wirklich auch sein Geld noch wert ist. Das komplett aus Metall gefertigte Gerät ist, selbst wenn es runterfällt, also das Ding hält wirklich einiges aus, das kann ich echt sagen. Ich habe selber so ein Ding lange, lange im Einsatz gehabt, vor allen Dingen für meine Ego-Verdampfer. Aber ihr könnt natürlich durch den 510 auch jeden anderen Verdampfer aufsetzen. Also wirklich, das ist wirklich ein tolles Gerät, was wirklich immer noch von großem Nutzen für viele Dampfer sein wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!